Eines Abends setzte sich ein alter Mann zu mir und erzählte. Weißt du, mein Sohn, irgendwann einmal, kurz nach diesem gewaltigen, allerletzten Knall, wenn es auf der Erde nur mehr große, nackte Steine gibt, mit einer fettigen, schwarzen Rußschicht bedeckt, wird ein großes, weißes, strahlendes Raumschiff landen. Irgendwo zwischen dem ehemaligen Los Angeles und dem verdampften Schwarzen Meer. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden Pillen an Bord haben, die sie uns Menschen als Geschenk überreicht hätten. So wie man immer, wenn man irgendwelche Wilde besucht, ihnen kleine Geschenke überreicht. Pillen gegen die Traurigkeit hätten sie uns geschenkt, wenn wir noch da gewesen wären. Stell dir vor, mein Sohn, sagte der alte Mann ganz traurig, wunderbare kleine Pillen gegen die Traurigkeit. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden ihr Raumschiff verlassen. Sie werden sich umsehen und sofort wissen, dass hier vor kurzem ein gewaltiger, ein allerletzter Knall war. Und dann werden sie sich kopfschüttelnd zwischen die großen, nackten Steine setzen und schwer durchatmen. Und jeder von ihnen wird schnell eine Pille gegen die Traurigkeit schlucken. Einer von ihnen wird sogar mit dem Finger in die fettige schwarze Rußschicht an einem großen nackten Stein schreiben. Wir hätten so gerne gewusst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst, Mensch. Und dann plötzlich wird einer von ihnen was rufen. Er wird rufen, dass er was gefunden hat. Und das wird ein alter, verbeulter, kleiner Filmprojektor sein, mit einem eingespannten Film. Ja, warum nicht? Sagte der alte Mann. Und sie werden sich freuen, die hochgewachsenen fremden Wesen. Sie werden warten, bis es dunkel ist, und den Film auf ihr strahlendes, weißes Raumschiff projizieren. Und sie werden sehr staunen, denn sie werden einen Mickey-Maus-Film sehen. Einen Mickey-Maus-Film mit Donald Duck, Kater Carlo und Goofy. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden in ihr Raumschiff steigen und sagen, sie waren lustig, diese Menschen. Sie haben lustig ausgesehen. Sie haben lustig gesprochen. Wir hätten unsere Pillen gegen die Traurigkeit völlig umsonst überreicht. Diese Geschichte hat mir der alte Mann erzählt. Ich habe nachgedacht und folgende Zeilen aufgeschrieben. An einem bestimmten Tag im Jahr 1928 standen sich plötzlich links der seine Pflicht tuende Mond und rechts ihre Pflicht tuende Sonne am selben Himmel gegenüber. Erschreckt starrten sie sich an und in diesem kurzen Schreckensmoment vergaßen beide für Bruchteile von Sekunden ihre Pflicht zu tun. Die Folgen waren verheerend. Bitte, dieser Tag sei in alle Ewigkeit verflucht. An diesem Tag wurde die Mickey Maus geboren.